Schön, jetzt geht's los hier. '96, alte Liebe. Rot steht dir viel besser als blau. Bayern oder Bremen. So, das war die Hymne. Weil ich habe das Gefühl, dass eine Mädchen aus meiner Klasse auf mich steht. Frag doch mal, Digga, wie geht's dir so? Sag mal, frag doch mal so, wie geht's dir und sowas? Was machst du so? Ist sie denn süß? Gefällt sie dir? Ja, einfach mal. Aber du schämst dich wahrscheinlich, ne? Bist du schüchterner so bestimmt, ne? Einfach mal so ansprechen, wie geht's dir, dies und das und sowas halt, ne? Und mir kannst du die besten Tipps lernen, ja. Hey, warte mal, wir haben ja was vergessen hier wieder. Immer wieder vergesse ich das, ne? Einzelständiger. 96, alte Liebe. Rot steht dir viel besser als blau. Andern alle reden. Von Bayern oder Bremen. Ich bin immer in 9 als Bau. Ah, das passt schon so. Herr Neumann. Sidi Sané, Junge. Nach der Schule hatte ich mir mit ihr kurz geredet und darauf angesprochen. Was denn? Was hast du denn angesprochen? Hast du Gefühle für dich hat oder was? Oder warum sie dich anguckt oder was? Oder dass du so ein Gefühl hast, dass du dich anguckst? Oder dass du dich halt so von ihr beobachtet fühlst? Ja, und was sagt sie? Aber sie hatte nur vom Thema ab. Ah, okay, gut. Ja, dann läuft doch was, Digga. Dann geht doch was. Da geht das wohl, klar. Hattest du schon mal jemals eine Freundin gehabt, Digi? Ja, da denke ich mal, da geht was, ne? Sagst du dann links einfach mal nur, hast du Bock, hast du Lust vielleicht irgendwann mal zu treffen, so, ne, so halt so, ne, bisschen spazieren gehen, dies und das. Er weiß ja schon, was da abgeht dann, ne, wenn sie ja sagt, dann, ja, dann findet sie auch schon ein bisschen sympathisch halt, ne. Das sind so kleine, so Hinweise, weißt du. Oder sagst du mal, oder fragst du sie mal nach Dings Facebook oder sowas, oder hast du Insta, wollen wir tauschen, dies, das und sowas, ne. Oder Nummern tauschen. Digga, schaut, den musst du da reinmachen, Digga. Dicke Chance schon mal in der zweiten. Wichtig. Ich weiß nicht, sie meinte, wo ich sie nach ihrer Nummer gefragt hatte. Was ich mit Freund, was dagegen hat. Achso. Ja, dann ist ja okay, Dings, ne? Dann sind die beiden ja nicht zusammen. Sind einfach nur so gut befreundet, halt. Gibt's ja auch sowas halt, ne? Wenn sie sagt, da ist nichts und so, ne? Dann, ja, oh, dann, ja. Schnapp sie dir, Tiger. Ja, ist doch, wenn sie so sagt, dann ist doch okay, Mann. Wenn ich schon selber so ansagt. Normalerweise ist es ja bei den Frauen, wenn du jetzt als Mann so Interesse zeigst, so, sagen sie entweder Dings, nö, oder die sagen, ich bin schon vergeben, so einer auf denen, weißt du? Wenn die schon sagen, warum sollen die denn lügen? Wenn sie sagen, ich bin vergeben, dann sind sie vergeben. Wenn sie halt keine Freunde haben, dann sagen sie halt die Wahrheit, weißt du? Würde ich machen, aber die aus meiner Klasse verhindern das. Ja, warum das denn? Was hat jetzt deine Klasse damit zu tun?
eifersüchtig, oder was? Oder wegen Palaver und sowas, wegen Rederei hinterm Rücken. So ein auf den Dings, die gönnen dir nichts. Nils sind wieder am Aufmarsch. Komm, Bruder. Na gut. Ich hoffe, ey, Kersoldi macht hier ein Ding, ey. Ein, zwei Dinger. Er soll Torschützenkönig werden, Digi. Nee, die wollen sich einfach nur über mich lustig machen. Ah, Bruder, Digi, ich kenne doch die Zeiten auch, Mann. Shit. Block den Schuss. Ecke. Ecke, oder? Ja, Bruder, bei mir war es halt genauso auch so damals in der Schule, so, ne? Aber ich sag mal ganz ehrlich, jetzt so, wenn ich, ich bin ja schon mittlerweile auch ein bisschen älter, so als du, so, ne? Wenn ich sag mal jetzt, wenn ich die Zeit so zurückdrehen würde, die ganzen verpassten Chancen, die ich damals hatte, Digga, also, weißt du, jetzt mit dem, jetzt mit der Reife und sowas halt so, mit der, und jetzt mit der Erfahrung, würde ich jetzt sagen, hätte ich mal doch ein bisschen anders gemacht, weißt du? Dann wäre ich wahrscheinlich mit ein, zwei Mädchen noch länger zusammen, oder? Ja, noch länger oder so zusammen halt, ne? Die gönnen dir doch gar nichts, Digga, deswegen. Ja, lass sie doch scheiße. Ist doch egal, Mann. Wie alt, wie jung ist sie denn? 15, 16? Du bist doch selber 16. Ja, 16, ja. Ja, ist okay, ne? Ist okay. Spricht doch nichts dagegen, Digga. Also in 5 Jahren wirst du sagen dann zu dir, Digga, allerdings wäre ich mal doch mit dir zusammen gewesen. Irgendwie an oder angesprochen, weißt du, wegen Beziehung, dies, das. Ist so. Dann sagst du irgendwann eine Pilipalle. Oh! Zieler Monsterparade, Alter! Braunschweig mit einer dicken Chance. Ich frage sie morgen einfach mal, ob sie mal Zeit hat. Genau so sieht's aus, Digga. Und wenn du so Tipps brauchst, irgendwie sowas so halt so über Frauen, irgendwie sowas. Frauen in jeder Altersklasse, frag mich. Ich gebe dir ein paar Tipps auf jeden Fall. Ich lass dich nicht im Stich. Jetzt passt. Ja, sehr gut, Junge. Das war voll, Digga. Das war voll. Ja. Kein Problem, Digga. Ich helfe überall da, wo ich kann. Hallo Florian, grüß dich, einen wunderschönen. Grüß dich, mein Lieber. Derby, Junge! Schieß! Nein, schieß da nicht. Einmal so ein Volley, weißt du? Ja, was war denn das denn gerade, Kersoldi? Oh, da mal ganz stark. Danke dir, mein Bester, alles gut, ja? Was geht bei dir so ab? Abseits. Ja, die letzten beiden Spiele halt, ne? Hier in der zweiten Bundesliga. Es sieht danach so aus, als ob wir jetzt aufsteigen werden in der ersten Liga. Tatsächlich. Ich freue mich so richtig. Wir haben das erste Spiel jetzt heute gegen Kiel gewonnen mit 2:1. Den Grundstein eigentlich für den Aufstieg. Und natürlich müssen wir jetzt beide Spiele trotzdem noch gewinnen halt, so, ne? Und damit Paderborn uns nicht überholt. Und ich möchte auch unbedingt, dass Kersoldi ein Tor macht, Alter. Oder zwei zumindest. Dass er wenigstens auf den Torschützenkönig wird, weißt du? Ey, Schiri. Oh, geht so. Hab mir einen Nerv in der Brust eingeklemmt gestern, nicht, als ich geguckt habe, warum die Heizung nicht will. Ja, okay, gut. Gute Besserung, mein Messer. Also, Dings, viel mit bisschen so ein Nerven, ne? Aber Dings, es gibt noch viel schlimmere Sachen, Digga. Zum Glück ist es nur halt so nervt, weißt du? Aber ich kenne das Gefühl, ja. Also, ihr wusstest, dass Monte anscheinend am Sonntag in Walsrode war? Nee. Was hat er denn gemacht da?
Was hat er gemacht da? Boah, ich da. Du musst doch Dings schreiben, Digga. Schreib mir mal Dings bei Insta an. Wenn du hier nach Walsrode willst, musst du mir erstmal Bescheid geben, Digga. Das ist mein Viertel hier, sagst du. Mein Ghetto. So musst du. Er war Vogelpark und dann auf Jahrmarkt. Ah, okay. Da wollte ich auch mal irgendwann mal hin, ja? Mit meinen Kleinen. Boah, Tresoldi ganz stark. Ich wollte auch da allerdings. Auch dahin, Alter, zum diesem Vogelpark da, ne? Eieiei, Junge. Wieso hat Braunschweig mehr Ballbesitz als ich? Das verstehe ich nicht. Oh, TikTok mal schauen, okay. Ja, ich gucke ja so einige Videos von ihm so, ne? Er war ja auch im Dings Heidepark hier, sollte auch, war ja auch schon mal. Kann man ja auch auf YouTube gucken, ne? 6, 9. Ja. Hannover. Ja, was machst du jetzt einmal besser? Okay, ein Dribbling. Schade. Aber warum Monte in Walsrode Vogel war, weiß ich nicht. Ja, der macht doch so IRL-Streams. IRL-Streams, so Streams unterwegs, weißt du? Und deswegen reist er überall wahrscheinlich hin, so macht er. Wollte ich auch damals allerdings, was heißt damals, wollte ich auch machen, IRL-Streams. Dafür brauchst du halt die richtige Dings-Equipment dafür, ne? Und das ist teuer, nicht günstig. Warum wird da mal ausgepfiffen? Ich verstehe nicht. Ja, ich will auch anfangen zu streamen, aber mein Vater will das nicht, ne? Ja, wenn er nein sagt, dann ist es nein, Digga, ne? Das Gute ist ja, wenn du sobald du 18 geworden bist, dann kannst du machen alles, was du willst. Aber solange du drunter bist, ja. Musst du das machen, was Papi und Mami sagen, weißt du? Aber die meinst du auch nur gut mit dir, Digga. Damit du nicht auf dem Dings irgendwie so, weißt du? Damit du deine Schule nicht vernachlässigst, weißt du? Darauf wollen die hinaus. Als Eltern. Boah, Digga, was für ein Pass. Aber leider zu spät. Deswegen, das ist ja, das steckt ja, die Gedanke steckt ja dahinter, ne? Die wollen ja, dass du halt so andere Sachen nicht vernachlässigst damit. Irgendwie, dass du mehr Zeit irgendwie so ins. Also mit deinem Rechner verbringst irgendwie sowas halt, so, ne? Als Stubenhocker bist, weißt du? Also das meine ich. Du hast doch deine Zeit noch, Mann. Du kannst auch noch mit 18, mit 20 kannst auch noch streamen. Jetzt stopp. Ja, jetzt stopp. Eckball. Ja, Mann. So sieht's aus, wie. So, come on.
Also die Variante gefällt mir gar nicht, Alter. Bei den Standards.96, alte Nebel. Für Rot steht dir viel besser als Blau. Was sind anderen alle Regeln von Bayern oder Bremen? Ich bin immer bei dir. 90 HSV. Oh mein, ja gut, okay. Auf geht's Hannover, Digga. Joker ist wieder da, Digga. Schön zu sehen. Jetzt geht's Braunschweig, mein Bester. Derby. Das ist das Derby aller Derbys. Da kommt nicht mal Dings, Digga. Schalke gegen Dortmund kommt da nicht mal. Kommt nicht mal hin. Das ist das Derby aller Mütter. So, wir haben gewonnen, 2-1. In der 88. Minute habe ich das 2-1 gemacht in Kiel. Wir sind mit 1-0 in Führung gegangen, 1-1. Ja, und dann in der 89. habe ich das 2-1 gemacht. Ah, super. Ja. Jetzt haben wir alles auch selber in der eigenen Hand, ja. Ja, ganz stark, ja. Wenn wir, ich sag mal jetzt, wenn wir jetzt hier gewinnen sollten, da sind wir schon fast durch. Da sind wir durch. Ja, da doch, da müssen wir eigentlich durch sein. Kein Bock auf Dings, Relegationsplatz, mein Bester. Schiri, was ist los, Bruder? Freistoß. Robin Krause kriegt Dings, gelb. Tresoldi muss ein Tor schießen, Digga, hier. Ich will, dass er auf jeden Fall unbedingt Dings wird. Torschützenkönig. Oder bis 16 Uhr, ja. 16, 16:30, je nachdem. Ich bin noch lange online, ne? Lange. Jetzt kommt Braunschweiger, jetzt kommen die Gelben. Jetzt kommt Peine Ost. Was macht die Statistik eigentlich? Ja, aber noch kein Dings, ne? Noch kein Torabschüsse. Die machen Druck, ja, die machen richtig Druck. Wieder mal zu lang hier. Aber es kann sein, dass ich eventuell gleich einmal für 15 Minuten mehr abhauen muss. Muss eine Pause einlegen muss. Das wird mir gleich in 10 Minuten gesagt. So, jetzt nebenbei dank dir gesicherte Karriere weiterspielen. Geil, Digga. Das war ein Foul, Digga. Schon wieder ein Gelbe. Weil die gehen ganz. Ey. Die gehen aber ganz schön hart in die Zweikämpfe rein, ja? Ganz schön hart in die Zweikämpfe. Die haben ja schon bereits zwei gelbe Karten. So. Herr Soldi, mein Guter. Schade.
Habe ich gern gemacht, mein Guter. Warte mal, vielleicht mal Taktik mal anpassen hier. Ja, steht doch schon bei mir auf dem Namen drauf, Digga, in meinem Status, falls du es schon gesehen hast. Klasmo. Das ist ein Unternehmen, junges Unternehmen, gibt es seit 2021. Produziert unter anderem auch so Dings, Energy Drinks, natürlich in Pulverform. Jetzt nicht diese gewöhnlichen Energy Drinks, die du halt kennst. Red Bull und solche Geschichten, ne? Nee, aber mit diesem Dings, mit dem. Oh, jetzt. Eieieiei, wir müssen aufpassen, Digga. Was denn? Klasmo, so heißt das Unternehmen. Noch sind wir nicht in Partnerschaft. Noch nicht. Als Testphase. Warte mal hier. Oh Mann! Das war aber richtig hart, Alter. Oh, hör bloß auf, ey. Warte mal hier. Nein, Mann, Monterey. Ja, der Monster ist ein weltweites Unternehmen. Das Unternehmen ist so groß, Digga. Jeder auf der ganzen Welt kennt Dings Monster, Digga. Da wollen die doch nicht mit mir so eine Partnerschaft eingehen, Digga. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja. Wer kennt mich dann jetzt? Haben wir jetzt, ne? So. Erstmal haben wir so gestartet, so zusammen für so einen Monat, so eine Testphase. Ob das überhaupt auch so bei der Community, bei euch so gut ankommt, halt, ne? Ja, genau, Chris Gabbard. Also, du für deinen Ersteinkauf bekommst du auf jeden Fall 20% für deinen Ersteinkauf. Dann kannst du eigentlich alles holen, so Shaker, Maker und sowas, Pulver. Die haben ja nicht nur Energy Drinks von so Pulvern, sondern auch Dings hier, so, ne? Also Eistee oder so Milchshakes gibt es hier auch. Oder Probierpacks, sowas halt, ne, haben sie auch. Kriegst du 20% da drauf. Für deinen Ersteinkauf, wie gesagt. Und für deine weiteren Einkäufe auf jeden Fall. Über meinen Code Ossi bekommst du jeweils 10% drauf. So. So würdet ihr mich halt unterstützen halt. Aber, also ihr bezahlt mich nicht quasi. Ihr bezahlt nur eigentlich nur für die Ware halt, ne? Ihr bezahlt nur die Ware. Und unterstützt mich nur halt bei dem, bei meinem Werbepartner quasi. Also, damit ich die richtige Partnerschaft bekomme mit denen, wollen wir erstmal so einen Monat mal so eine Testphase einführen. Verkauft sich das Ding gut? Kommt das gut an bei euch halt so, ne? Und. Ja, das ist für mich was Großes, Digga. Ich wollte schon mal damals, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, hatte ich da schon mal angeschrieben bei Klasmo. Und da hatten sie Dings, ich hatte viel weniger Dings, ne, Reichweite, geringe Reichweite auf jeden Fall, auch weniger Follower. Da haben sie damals gesagt, so Dings, ne, geht nicht, momentan aber vielleicht beim nächsten Mal, ne. Ja! Jeez! Was? Abseits? Schade. Und jetzt habe ich mich allerdings wieder, allerdings halt durch eine Kollegin hier, Manuela, die ab und zu mal hier reinschaut, nämlich, hat sie gesagt, die kommen, sind wieder am Kommen. Schreibt doch mal da an, sowas, ne, habe ich angeschrieben. Ja.
haben uns super gut verstanden, auf jeden Fall E-Mail geschrieben, so, ne? Und super nett auch zurückgeantwortet. Das Team. Genau. Trotzdem haben sie ja gesagt, dass ich noch immer noch so eine alte geringe Reichweite habe, so, ne? Aber die wollen mir trotzdem die Chance geben, halt so, ne? Chance, Werbepartner zu werden mit denen. Haben sie mir als Testphase nur einen Monat Dings vorgeschlagen. Mal gucken, so, ne? Wie Dings klar sind, wo bei euch jetzt ankommt jetzt, ne? Ihr werdet auch allerdings demnächst auch viele Klasmo-Dings hier sehen bei mir, Produkte. Die sind am Liefern gerade. Ey, bitte kein Tor oder so, Alter. Ich glaube mal spätestens nächste Woche werdet ihr auch so viele Dings sehen bei mir, Klasmo. So hier im Shaker, Maker und sowas hier in der Nähe, ne? Bei mir so. Ich finde es eine tolle Sache auf jeden Fall, ja, richtig toll. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder? Ich verstehe die Presse nicht. So, in 3 Minuten ungefähr muss ich los. Meine Tochter abholen von dem Kindergarten, Leute. Dann sehen wir uns gleich in 15 Minuten wieder, ne? Ja, Digga, warum spielt Braunschweig so aggressiv? Ich verstehe das nicht, Alter. Okay, ist ein Derby, ne? Anfeuern, Junge, anfeuern. Also vorne geht gar nichts los bei mir. Ja, Digga, die stellen so viele Fragen, habe ich das Gefühl, so, ne? Die Dings, ne? Pressejournalisten, ne? Die fragen so viele Fragen, Digga. Auch so unnötige Fragen, Alter. Die Fragen so über so Spieler, Alter, die beim Gegner spielen, Alter. Was haben meine? Was halten sie von ihm? Wie hat er denn gespielt heute? Ich kümmere mich doch um meine eigene Mannschaft, Alter. Ich will über meine eigenen Spieler sprechen. Ich möchte doch nicht über irgendeine Matthias Krause irgendwie so sprechen, weißt du, der hier bei Bochum spielt, Alter. Ah, ich weiß, was du meinst. Alter, die sind ganz schön bissig, die Jungs, Alter. Was hast du denn jetzt gemacht, Köhn? Was war das jetzt eben gerade? Oh, Bruder, weg, 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 weg. Ja, alles klar, die gehen, alles klar. Neumann, spiel doch endlich den Ball. Du hüpfst doch noch, Digga, du hüpfst auf dem Feld. Spiel den Ball. Jetzt hast du den Ball verloren, Junge. Außer Leopold macht da gar keiner so ein gutes Spiel gerade momentan. So. So, Lieben, ich bin gleich wieder da in 15 Minuten und kurz meine Tochter abholen, wie gesagt. Wir sehen uns dann gleich, ja? Danke fürs Warten. Jetzt geht's weiter. Und manchmal auch so dumm, ich bin Erster und mich dann kann höchstens Dortmund noch überholen. Sie fragen, was glauben Sie, was wird Deutscher, wer wird, was erwarten Sie da? Ja. Deutscher Dings, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Bruder, mach was! Schade, Alter! Wieder so eine große Chance. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich bin auf dem zweiten Platz.
Und bin mal kurz in der Tabelle mal so in der dritten, auf dem dritten Platz dann irgendwie sowas, ne, weil ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, ein Gegentor kassiert habe, ne? Also Strang mit zu mir und sowas. Und wie fühlt sich das an, jetzt auf dem Linksaufstiegsplatz zu sein und solche Geschichten halt so, ne? Ich war ja die ganze Zeit schon Zweiter, was sag ich mal, ne? Bin kurz mal auf dem dritten Platz gewesen, weil ich ein Gegentor bekommen habe. Jetzt bin ich wieder immer weiterhin noch auf dem zweiten Platz. Erfahren sowieso was halt, ne? Ganz komisch, ja. Das DFB-Pokal-Time. Boah. Ich bin ja ausgeschieden, ja. Ich hatte allerdings gestern ein Spiel gehabt gegen Wolfsburg im Viertelfinale und ich habe leider verloren 2-0. Obwohl ich das Spiel gemacht habe zu Hause, ne? Durch Elfmeter haben sie das Tor geschossen. Und nochmal Dings in der 89. wo ich alles nach vorne geworfen hatte, weißt du? Haben sie nochmal auch mich ausgekontert. Gegen wen darfst du denn spielen? Im DFB-Pokal-Time. Was gibt's da? Ermahnung, gelbe Karte, rote Karte, gelbe Karte, blaue Karte. Und letzte Ermahnung. Los, nicht irgendwie so, ne? Die sind bissig, die Jungs, Alter. Man muss sagen, Braunschweig ist bissig. Die sind richtig bissig hier, Alter. Wien Wiesbaden. Ach was, Halbfinale gegen Wien Wiesbaden? Heftig. Pfosten Braunschweig. Ey. Pfosten, Alter, von Braunschweig, Digga. Eieieiei. Nicht, dass wir das Spiel auch noch aus der Hand geben, Digga, hier. Oh oh. Köln, lauf, 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 Bruder, lauf, lauf. Lauf! Kresoldi läuft mit. Spieler! Jetzt! 1 gegen 1 gegen Torwart! Mach ihn rein! Nein! Gleich hier einen Nervenzusammenbruch. Krieg gleich hier einen Nervenzusammenbruch, Alter. Oh, zeig mir nicht noch mal die Zähne. Ich drehe gleich durch, Alter. Kein Abseits. 1 gegen 1. Kresoldi gegen Hoffmann. Was macht er? Schießt daneben. Oh, Digga. Aufstiegsblättern, ja? Aufstiegsblättern. Hey, Köln, so gut, super gemacht, Digga. Köln, Alter, super Antritt, Digga. Da gibt er noch so einen schönen Pass, Alter, zu Tresoldi. Was macht der Junge? Er schießt daneben. Oh, mein Junge, Junge, Tresoldi. Du machst mich fertig, Junge. Wir haben unendlich viele Chancen. Hast du Harry Kane drin? Harry Kane? Harry. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Braunschweig so bissig ist, Alter. Gerade hat er getroffen. 1-0 also, für dich.
Oh Mann, ey. Ich meine, solange es noch Dings steht, Alter, 0-0, ist auch noch gut, ne? 3 Punkte Vorsprung. Also wenn wir jetzt ein Unentschieden rausholen sollten, dann sind wir aufgestiegen. Und dann können sie uns nicht mehr einholen auf jeden Fall. Paderborn. Das geht nicht mehr, glaube ich. Ey, Tresoldi, was ist mit dir los, mein Bester? Du bist ja richtig außer Form. Was ist los bei dir? Digga, mach einen Treffer. Du bist Torschützenkönig. Kane macht halt die 1 gegen 1 Situation im Gegensatz zu deinen Leuten. Ja. Ja, du kannst jetzt Harry Kane nicht vergleichen mit Tresoldi, ne? Also. Aber das schaffst du. Hannover. Harry Kane ist ein Dingsmann, eine Schlange, ein eiskalt. Ja, das ist ein Killer-Instinkt, weißt du? Wir dürfen jetzt nicht verlieren, Alter, sonst bin ich am Arsch. Nicht gegen Braunschweig zu Hause. Die spielen aber auch. Was jetzt passiert? Okay, verletzt. Boah, Digga, es ist unglaublich, ne? Ich habe keine Angst mehr. Ich habe noch ein bisschen Dings, Alter, Flatter, muss ich sagen. Stell dir mal vor, wir verlieren das Spiel mit 0-1 und Paderborn gewinnt dann im Gegenzug. Dann sind die nämlich Dings vor mir. Die dauern die ganze Zeit schon hinter mir, so, ne? Und die spielen ja zwar morgen erst, einen Tag später, aber trotzdem. Jetzt haben sie wieder die Joker-Karte. Jetzt. Oh Mann, Alter, diese Chance, ne? Mein Spiel ist entschieden, hast gewonnen, ne? Oh, Köln wieder, ne? Halbzeit. Mann, 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 Leute. Gut motiviert. Noch läuft, aber kurz vor Schluss 3-0 in Führung. So, mehr fordern, Alter.
Neumann macht das natürlich richtig klasse. Er schießt einfach den Ball raus, ey. So viele Optionen, Alter. Er entscheidet sich einfach für die falsche Variante. Jawohl, Nielsen hat den Ball genommen. Kresoldi geht. Oh, Damar, wohin du Depp? Wohin du Depp? Wohin? Was hat er für eine Bewertung? 6,5, der geht gleich raus. Sebastian Ernst muss rein. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und das auch noch gegen die Hertha im Finale. Ach du Scheiße. Als zweites. Damar muss gleich raus. Bei mir. Wenn er sich jetzt nicht verbessert, ne? Ich meine, der Schiri pfeift auch ziemlich kleinlich, Alter, muss ich sagen, ne? So ein Pfeif, Alter. Wer ist denn das? Wo sieht man den eigentlich nicht, Schiri? Schiri, wo bist du? Wer bist du? Keine Ahnung, wer es ist. Oh, diese Fehlpässe. Leute, hört mir doch auf, Alter. Erzähl mir keinen, Alter. Zieh durch, Junge, zieh durch. Ach was, Wolfsburg spielt in der zweiten Liga? Ach, sind die bei dir abgestiegen oder was? Ach du Kacke, Alter. Das ist heftig. Ja. Das als letzter, Junge. Oha, ich dachte jetzt eben gerade mit vielleicht Relegationsplatz irgendwie sowas, okay. Also als letzter, da muss ja so einiges nicht da stimmen, ne, in Wolfsburg dann. Eieiei, wir tun es so das Leben schwer hier, ne. 56% Ballbesitz, Alter, wie, also. Sind aktuell Zweiter in der zweiten Liga. Boah, Köln, du Depp, Alter. Alter, Köln ist so behindert, Alter, ganz ehrlich. Was war das jetzt gerade? Uja bekommt eine gelbe Karte. So, werde ich jetzt mal ein bisschen Tick offensiver spielen. Damar, raus mit dir, ganz ehrlich. Auch schon viel gesehen von jetzt. Sané nimmt einfach mal so zwei Spieler hops. Ich kann nicht mehr lesen. Wie, du kannst nicht mal lesen.
Abseits, abseits, abseits. Ich habe gerade statt Kanes Anwesenheit Kanes Abwesenheit gelesen. Ah, okay. Bei was geht das? Um was? Um was geht es da? Ey, es ist unglaublich, Alter, ja. Wie wir die Bälle verlieren hier, ne? Es ist unglaublich. Nee, da passt ja gar nichts mehr, Digga. Da muss man was machen. Jetzt müssen wir was machen, Digga. Ach, hier passt nichts mehr hier. So, auswechseln raus. Für dich kommt erstmal Sebastian Ernst. Tschüss. Neumann packe ich gleich rein. Für Array. Achso. Köhn, du Depp, Alter, was war das denn eben gerade? Das Spiel ist manchmal so sinnlos, ich verstehe das einfach nicht, ja. Kunze steht frei. Oh, schade, ey. So, warte mal. Wir müssen ein paar Sachen mal individuell anpassen, ja. Besser. Das macht er schon, seit einer Dribbeln, okay. Spiel breiter machen, auf jeden Fall machen wir. Mach das mal, Digi. Gut. Haben wir denn Sebastian Ernst? Warte mal, wie sind das Stats eigentlich? Wo ist das? Ja. Passen 14. Oh, das ist gut. Kann ich gerne mal ein Risiko gehen, ne? Zentral. Gut. Leopold. Sehr schön gesehen. An Köhn, was macht er jetzt?
Oh Gott, Ari, Alter. Die Braunschweiger sind auf jeden Fall sehr, sehr bissig, ja. Hätte ich nicht erwartet. Wo spielst du hin, Junge? Wohin spielst du den Ball? Du Depp. Unglaublich, ja, der. Boah, er spielt noch zurück zum Torwart. Er erzählt mir hier keinen, Alter. Hör mir bloß auf, ey. Wohin? Hallo. Eieieiei, das wird ein Geduldsspiel hier. Das wird hier ein Geduldsspiel. Hä? Ach, Nielsen liegt auf dem Boden. Am Boden. Ja, da muss er raus. Ja, da muss er raus, natürlich. Ja, da muss Bruder Nielsen raus. Nielsen hat sich verletzt. Boah, Digga, diese Pässe, ich nach vorne, Alter, ohne Sinn und Verstand, Alter, weiß ich auch nicht, Alter. Statistikmäßig fast 60% für uns. Jawohl. Eckball. Gegen Bochum wird geschont.
Guck mal, er spielt zurück, Alter. Er spielt einfach zurück, du Lusche. Jetzt hat er den Ball verloren, Alter. Yes. Er spaziert mit dem Ball raus, Digga. Ja, ohne, ich weiß auch nicht, Digga, was heute los ist mit den Spielern, ne? Ich weiß auch nicht, Digga, was los ist. Also die spielen so scheiße, Alter, unsere Roten. Zu achten. Erschreckend, erschreckend. Erschreckend, Alter. Jetzt nächster Angriff. Ach du lieber Gott. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Das ist unglaublich, Alter, ja. Gelbe Karte, Digga, das ist gelb. Das ist gelb. Walla Krise! Dunkelgelb ist das, dunkelgelb. Der war durch, ne?
Wohin mit dem Ball? Ich verstehe das nicht, Digga. Warum spielen die so? Warum spielt ihr so? Wollt ihr mich gerade verarschen? Warum ist das so? Machen wir das mal so hier, über die Flanken kommen. Schon wieder. Ey, Digga, was ist da los, Mann? Jawohl! Da ist es! Ey, was? Ja, gegeben, Alter. Zählt. Jawohl, Junge. Und Tresoldi, wichtig. Sehr schön. Nee, nee, war nicht, war nicht. War keiner Zeit. Sehr, sehr wichtig, Digga. Oh, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, jetzt haben sie unsere Spieler Blut geleckt. Und Tresoldi hat getroffen, ne? Das war doch wichtiger. Jetzt ist das Momentum auf unserer... Mann, wie gehen die denn ran, Junge? Hol doch mal die gelbe Karte mal jetzt raus, endlich, Junge. Was war das denn eben gerade? Leopold, was war das eben gerade? Gucken wir mal, Schaub ist auch nicht mehr so, ja? Schaub macht auch kein gutes Spiel. Christopher Scott könnte ich reinholen, aber das... Neumann macht auch ein gutes Spiel auf der rechten Seite. Wieso sollte ich ihn jetzt rausnehmen, ne? Sané verletzt und keine Wechsel mehr. Wie viel... Oh, nee, 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 nein! Abseits. Gott sei Dank, Alter. Abseits. Ich dachte schon, Alter, Uja, jetzt macht das 1-1. Ja, 5-0, Digga, ne? Also... Alter, ich wollte schon sagen, ne? Kunze. Eieieiei. Der Schuss prallt noch an Teuchert ab. Scott kommt auf jeden Fall rein. Für Fabian Kunze. Oh, das war's. Ich kann auch nicht mal wechseln. Tresoldi hat in beiden Derbys halt, hat er ein Tor geschossen, ne?
So, letztens 15 Minuten, keine Ahnung, was gab es zu spielen, ne? Wichtig. Also die gesamte Leistung war irgendwie so scheiße heute bei uns, Alter. In dem Spiel jetzt. Eckball. Zu Ende. Oh, meine Fresse, Leopold, Alter. Schade, dass ich nicht mehr rausnehmen kann. Ah, oh, kommt er noch ran? Eieiei! Abseits aber. Eieiei. Ja. Guck mal, Teuchert geht alleine durch. Jawohl. Hat er noch Ecke, ne? Ecke. Schade. Spiel doch einfach die Pille mal rein, Digi. Was ist das da blöd, Alter? Du bist so blöd, Neumann, Alter. Und dann noch hier, weißt du, applaudieren, Alter. Erst wenn wir den Ball rausspazieren und dann applaudieren, ey. So. Ich höre dich. Ja, gegen Braunschweig ist was anderes, Digga. Gegen Braunschweig, da gehen die Emotionen, Alter, mal so, ne? Durch, ne? Bei mir. Ist ein Derby, ne? Braunschweig. Und da halt ist so halt, ne? Ist nicht so wie ein ganz normales Spiel, so wie jetzt gegen Kiel, ne? Die Emotionen spielen bei mir gerade Amok. Oh! Was war das denn, Alter? Was war das denn für ein Tor? Ah, ey, was war das für ein Tor, Alter? Eieieiei. Warte mal, stimmt das jetzt alles hier, was ich eingegeben habe? Ja. Ja, alles klar, mein Lieber. Danke, dass du da warst. Man sieht sich. Hat noch einen schönen Tag.
Abseits, Alter. Oh Mann, Alter, abseits. Unglaublich, Alter, ne? 3 Punkte vor Paderborn noch. Gott, ey. Oh, abseits, schon wieder abseits. Ich drehe gleich ab, Alter. Wie oft denn noch, Alter? Boah, er macht natürlich das Beste. Spielt nach hinten, ja. So. Rein theoretisch sind wir ja schon Dings, ja. Ich würde sagen. Warte. Schon wieder Leopold. Er hat den Ball einfach mal so abgegeben. Drei Punkte Abstand, Alter. Zu Paderborn. Auch wenn wir das nächste Spiel jetzt verlieren sollten gegen Wiesbaden, auswärts, und Paderborn nur mit 1, 2, 3, 0 irgendwie sowas gewinnen sollte, sind wir auch trotzdem aufgestiegen. Weil wir haben mehr Tore geschossen auf jeden Fall als die. Es sei denn, wir schießen jetzt noch ein Tor und gewinnen das Ding. Das ist doch echt brutal, ja. Also ich weiß nicht, also ich erkenne meine Mannschaft nicht wieder. Wir haben solche Probleme, Alter, hier in das Spiel reinzukommen gerade. Also die ganze... Ganz Zeit schon. Oh Gott, erzähl mir jetzt kein Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder so eine gute Möglichkeit. Eieiei, Schaub.
Eckball oder was? Oh, was ist jetzt mit ihm los? Nein, Alter. Ja, die spielen so gut, Alter. Braunschweig, Alter. Mann, Mann, Mann. Die stehen auch verdammt gut hinten, Alter. Abseits, abseits. Steht eigentlich, wie oft ich im Abseits stand? Stand hier irgendwie? Nee, ne? Ich spiel gleich, ne? Leopold. Oh, einmal so steil Plasma nach Ende. Ja, einmal, Digi. Oh, Teuchert mit der 100%igen nochmal. Teuchert nochmal, damit eine gute Möglichkeit. In der 93. Ja, das wird nichts. Na gut. 1-1, Digga. 1-1, gerechtes Unentschieden. Boah, ja, dass er Ivan auch noch den Ball berührt hat, Alter, unglaublich, ja. Ein gerechtes Unentschieden. Da teilen wir uns die Punkte halt, ne? Was willst du da machen? Die letzte Möglichkeit noch. Letzte Ecke. Oh. Oh. Abseits. Scheiße. Wie oft im Abseits stand, Alter. Wie oft ich in diesem Spiel auf dem Abseits stand, Digga. Nicht normal. Das ist nicht normal, Alter, ne? Los, jetzt gar keinen Gegentreffer jetzt bekommen. Ah, durch, durch, das Ding ist durch. Gut, 1-1. 1-1. Pfeif ab, Digi. Gut. Jetzt warten wir noch mal kurz ab, was Dings macht, Paderborn.